Ich denke, es wird langsam Zeit, dass ein neues APS-C-Flaggschiff auf den Markt kommen sollte. Irgendwer muss doch der Canon M7 die Stirn bieten können, oder? Lass uns drüber sprechen. Servus Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und zwar werde ich jetzt wirklich erstmal meine Gedanken aussprechen, was Sony wahrscheinlich machen wird. Also wir müssen ja uns das Ganze genauer anschauen. Wir haben ja die Canon M7 da die ganze Zeit. Und wir haben aber keinen Flaggschiff, was die APS-C-Linie bei Sony angeht. Wir haben kein Flaggschiff. Und ich werde erstmal sagen, was wahrscheinlich Sony für ein Flaggschiff rausbringen würde. Und dann werde ich dir sagen, was Sony eigentlich machen sollte und was für ein Modell es rausbringen sollte. Selbstverständlich weiß ich nicht, ob sowas rauskommen wird, aber es wird langsam Zeit. Wir müssen nämlich die A6600 ersetzen. Wir brauchen einen Nachfolger. Wir haben die CVI-10. Ja, die ist eine super Einsteigerkamera. Es gibt kein IBIS, aber sonst ist es eine super Kamera. Aber wir brauchen einen Flaggschiff. Ich denke, Sony wird preislich wie bei der M7 zwischen 1300 und 1500 Euro liegen. Und des Weiteren denke ich auch, dass Sony 10 Bits anbieten wird. Bei der M7 haben wir auch 10 Bits, aber nur in C-Log und in S-Log, glaube ich. Und wir wissen ja, Sony ist immer sehr großzügig, was Videos angeht. Also sie sind sehr, sehr videofreundlich und ich denke, dass wirklich alle Farbprofile dann auch 10 Bits von Sony her kriegen werden. Des Weiteren denke ich, dass Sony die Framerates in 4K auf 60 FPS erhöhen wird, beziehungsweise in PAL, weil wir halt in Europa leben, auf 50 FPS erhöhen wird. Bei den Canon-Kameras wissen wir, gibt es in 4K einen Crop-Mode, beziehungsweise einen Crop überhaupt an sich. Und bei Sony kennen wir das Ganze ja nicht und ich denke, dass Sony das Ganze beibehalten wird und wir keinen Crop haben werden. Canon M7 hat 33 Megapixel und wir kennen eigentlich von Sony immer 24 Megapixel und ich denke auch, dass diesmal Sony auch wieder auf die 24 Megapixel setzen wird. Bei 24 Megapixel aber haben wir auch einen schnelleren Laser und dadurch weniger Rolling Shutter. Also lieber habe ich einen schnelleren Laser und weniger Rolling Shutter anstatt 33 Megapixel. Das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil viele kritisieren bei Sony auch immer diesen Rolling Shutter. Ich weiß, es sieht wirklich fürchterlich aus. Man muss halt wissen, wie man mit der Kamera halt umgeht. Ebenso denke ich, dass wir hier auch einen Flip-Out-Screen wieder haben werden mit 1,04 Millionen Dots LCD-Screen, was auch die A7 IV hat. Genau, die hat nämlich auch. Ebenso erwarte ich auch dann einen Sucher mit 2,36 Millionen Dots, also eine elektronische Viewfinder, was wir bei der CV10 zum Beispiel leider nicht haben. Einen weiteren Kartenslot, also zwei Kartenslots, dann auf jeden Fall erwarte ich, dass Sony dann IBIS, die Funktion IBIS einbauen wird, also einbringen wird und ich hoffe aber auch dann die gute IBIS-Funktion, wie die von den größeren Brüdern, wie die A7S III und natürlich auch Sonys neue Menü, ja, dann haben wir auf jeden Fall eine viel, viel bessere Übersicht. Und die Aufnahmen werden wahrscheinlich zwischen 11 und 15 Frames sein, mit einem mechanischen Auslöser und bei einem elektronischen Auslöser wird es wahrscheinlich zwischen 25 und 30 Frames sein. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was Sony machen sollte. Ja, also das ist das, was ich hoffe, dass sie machen werden. Sony, bitte, 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 hört auf mich, was ich jetzt sage. Haut wirklich alles Geile in die Kamera rein. Wirklich alle geilen Funktionen. Und ja, erhöht auch den Preis dann. Erhöht einfach den Preis. Vertraut mir, die Leute werden es trotzdem kaufen. Wenn die Kamera 2000 oder 2200 Euro in diesem Bereich sich bewegen wird oder sollte dann, weil es ja dann diese geilen neuen Funktionen hat. Ich bin der Erste, der das bestellt. Die Leute werden es bestellen. Wenn die Leute wissen, kein Rolling Shutter, 4K, 100 FPS, geile IBIS-Funktion. Ich gehe noch auf andere Punkte ein, aber wenn diese Sachen schon mal drin sind, es gibt für die Leute keinen Grund, viel mehr Geld noch weiter auszugeben für Vollformatkameras, weil APS-C-Liebhaber gibt es wirklich sehr, sehr viele. Ich habe hier so viele Objektive und die haben keine Stabilisierung eingebaut. Und auch wenn man vloggen möchte, wir haben nur Active Stabilization, also den elektronischen Stabilisator. Aber wenn wir diesen geilen IBIS haben könnten, wie bei der A7S III, ey, wie geil wäre das denn bitte? Wie geil wäre das denn? Ohne Rolling Shutter, ja? Boah, ey, das wäre so geil. Das wird so viel Arbeit wegnehmen, Catalyst, Brow, stabilisieren, warten, rendern und so weiter. Das ist eine extrem große Abhilfe. Und es ist trotzdem günstiger als die A7 IV zum Beispiel oder die A7 C. Ja, die A7 C kostet ja ungefähr 1800 Euro und dann würde die zum Beispiel 2000 oder 2,2 kosten, je nachdem. Bei der A1 haben wir einen Stacked CMOS-Sensor. Und mit diesem Stacked CMOS-Sensor
können wir 33 Megapixel haben und einen super schnellen Laser. Und mit dem elektronischen Auslöser bekommt man dann vielleicht sogar auch 30 FPS oder sogar vielleicht mehr. Und bei dem mechanischen hätten wir vielleicht 20 FPS oder sogar viel, viel mehr. Je nachdem. Wie gesagt, auch 4K, 100 FPS ohne Crop wäre auch mega fantastisch. Und dann wäre noch wirklich nice to have Dual Express 2 UHS Slots auch nochmal zum Beispiel, damit man auch mal schnelle Speicherkarten einsetzen kann und dann richtig geil lange aufnehmen, drauf zeichnen kann. Und dann extra noch in dem Menü einen Crop Mode. Ich nutze ja sehr oft zum Beispiel auch Active Stabilization, um einfach nur einen Crop zu haben. Das war's, ja. Also, um halt eine längere oder mehr Reichweite bei der Brennweite zu haben. Zum Beispiel kann man 16 mm Crop Mode aktivieren, also Active Stabilization, und dann hast du 24 mm. Ich rede nicht über 8K, 6K oder was weiß ich was. Ich rede über diese Dinge. Die sind realistisch. Wenn man die Sachen alle reinhaut in die neue Kamera, in die APC-Linie, weil die Objektive sind ja günstig. Also im Vergleich zu Vollformatkameras sind die Objektive günstig. Wir hätten so ein geiles Modell. Ich hätte fast gar keinen Grund, einen Vollformat zu kaufen. Also natürlich als Content Creator natürlich würde ich dann eine gerne kaufen, weil ich halt Content Creator bin. Aber als Hobby Foto Videograf reicht das vollkommen aus. Das Geld würde wirklich jeder bezahlen. Das kann ich euch mit Siegel fast geben. Ja, also ich würde es auf jeden Fall kaufen. Das war's vom Video. Das waren meine Gedanken dazu und ich hoffe, dir hat es gefallen. Mal ein etwas anderes Video, nicht immer die Sivi Iten. Und ich würde mich über einen Like und einen Kommentar freuen. Bis dann, euer Sero. Ciao.